Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Gebrauchte Elektroautos kaufen? Wenn ihr euch diese Frage stellt und da unsicher seid, dann ist dieses Video vielleicht was für euch. Wenn ich zum Beispiel im Internet mal auf den üblichen Autoanzeigen-Sites suche, da finde ich mittlerweile viele tausend Gebrauchtwagen. Bei Heycar zum Beispiel in der Preisspanne zwischen 8.000 und 18.000 Euro alleine 2.000 Stück und bei mobile.de bei einem Preis ab 10.000 Euro aufwärts über 30.000 gebrauchte Elektroautos. Ja, und was ist der Vorteil von einem gebrauchten E-Auto? Ganz klar, es ist billiger als ein Neuwagen und man hat eben auch keine Wartezeit. Weiterer Vorteil, auch gebrauchte E-Autos haben viel weniger Verschleißteile als ein normaler Verbrenner. Das vereinfacht eben auch den Gebrauchtwagenkauf, denn es gibt viel weniger potenzielle Fehlerquellen. Und auf die müsst ihr eben nicht achten und wahrscheinlich würdet ihr die als Laie eben sowieso nicht finden. Und in diesem Video sage ich euch, worauf ihr bei gebrauchten E-Autos achten solltet. Und wir gehen eine Checkliste für den Gebrauchtwagenkauf durch und am Ende schauen wir uns meine Top 8 von E-Autos an, die im Moment als Gebrauchtwagen überhaupt empfehlenswert sind. Also, wird wieder ein spannendes Video, deswegen bleibt dran! Ja, wie ist denn das nun? Kann man guten Gewissens ein Elektroauto als Gebrauchtwagen kaufen? Einfach ausgedrückt, na klar. Es ist ja so, grundsätzlich gelten auch beim Elektroauto die gleichen Regeln, die ihr sonst bei jedem anderen Gebrauchtwagenkauf beachten würdet. Da stellt ihr euch zuerst die Frage, passen das Alter, die Laufleistung und der Zustand des Autos überhaupt zusammen? Das seht ihr ja relativ schnell. Und dann hat der Wagen noch TÜV, wie sind die Bremsen? Wie ist der Zustand der Reifen und so weiter und so weiter. Das ist ja alles Standard und das checkt ihr bei jedem anderen Auto ja auch. Und ansonsten fallen eben aber auch viele potenzielle Problemstellen beim Elektroauto weg. Es gibt eben keinen Auspuff, der durchgerostet sein kann. Keine Kupplung, die kurz davor ist, ihren Geist aufzugeben. Kein Motor, der eine Zylinderkopfdichtung hat, die eventuell leckt. Keine Zündkerzen, Einspritzpumpe, Keilriemen oder. Aber eben eine Sache ist beim Elektroauto besonders wichtig und davor haben viele Leute ganz großen Respekt, weil man sich damit eben nicht so auskennt und weil man da auch nicht so gut reingucken kann, nämlich der Akku. Neben dem Alter des Autos solltet ihr beim Gebrauchtwagenkauf eben vor allem auf den Zustand der Batterie achten. Nicht so wichtig ist zum Beispiel die Laufleistung, denn die ist bei einem E-Auto manchmal nicht ganz so entscheidend wegen der fehlenden Verschleißteile. Wieso, warum und wann die Laufleistung aber doch wieder wichtig ist, dazu komme ich gleich. Bei einem ganz jungen Gebrauchten, also der zum Beispiel nur ein paar Monate alt ist, da besteht ja kaum ein Grund zur Sorge, denn in der Regel wird der Zustand der Batterie relativ nah am Neuzustand liegen. Bei älteren Autos, hier ein paar Tipps, wie ihr als Laie ohne große technische Ausrüstung ganz gut, einigermaßen zumindest, herausfinden könnt, welchen Gesundheitszustand der Akku so ungefähr hat. Als erstes müsst ihr natürlich den Vorbesitzer fragen, wie war das Verhältnis von normalen Ladungen zu Schnellladungen? Da müsst ihr natürlich das auch glauben, was er euch erzählt, sonst hilft es ja nichts. Aber der Gesundheitszustand des Akkus, der ist eben umso besser, je weniger Schnellladung er im Verhältnis zu Normalladung hatte. Und hier kommt die Laufleistung wieder ins Spiel. Bei kleinen Akkus mit hoher Laufleistung, da sind logischerweise auch viel häufiger Ladungen passiert als bei großen Akkus. Wenn das Auto also einen kleinen Akku hatte, zum Beispiel so 20 Kilowattstunden, dann ist die Laufleistung viel wichtiger als beim Auto mit zum Beispiel 64 Kilowattstunden. Auch bei älteren Gebrauchten, da greift aber trotzdem meistens noch die Herstellergarantie, denn die liegt fast immer bei 160.000 Kilometer und 8 Jahre, je nachdem was zuerst eintritt. Und damit habt ihr schon mal eine ziemlich große Sicherheit, dass der Akku vom Hersteller getauscht wird, sollte sich die Kapazität unter 70% vom Neuzustand bewegen. Aber wie stellt ihr überhaupt fest, wie hoch die Kapazität noch ist? Am einfachsten geht das, wenn ihr das Elektroauto, was ihr kaufen wollt, mal länger auf eine Probefahrt mitnehmen dürft. Und da wisst ihr ja normalerweise, wie groß der Akku in dem Auto ist oder beziehungsweise wie groß er sein sollte, wie viel Kapazität er hat. Und wenn ihr auf der Probefahrt den Akku also so gut wie leer fahren könnt, dann habt ihr den Durchschnittsverbrauch, also zum Beispiel 20 Kilowattstunden auf 100 und dann wisst ihr, dass bei einem 40 Kilowattstunden großen Akku die Reichweite so um den Wert 200 Kilometer liegen müsste. Und sofern ihr diese Reichweite so annähernd erreicht, ist alles gut und der Akku ist in Ordnung, zumindest als grober Anhaltspunkt. Wenn der Wert aber eben deutlich drunter liegt, dann ist es vielleicht wirklich ratsam, da mal näher drauf zu gucken.
Und am sichersten ist man beim Akku, wenn man den sogenannten SOH-Wert, das ist dieser State of Health, auf Deutsch Gesundheitszustand, ausliest. Ja, man kann den auslesen. Fast alle Elektroautos haben nämlich eine Schnittstelle und da kann man mit so einem speziellen ODB-Dongle und über eine App den Akkuzustand auslesen. Da kriegt man richtig angezeigt, wie viel Schnellladung, wie viel Normalladung er hatte, wie viel Prozent Kapazität er noch hat und so weiter. Und so einen Dongle bekommt man entweder im Internet für so um die 20 bis 50 Euro oder ihr fragt eben einen E-Mobilitätsberater, dass der euch da unterstützt. Ja, es gibt wirklich E-Mobilitätsberater. Und wenn ihr ganz vorsichtig seid, dann könnt ihr auch über die Internetseite von CarVertical, Adresse hier unten in der Beschreibungsbox, die Historie des Autos herausfinden. Hatte der Wagen einen Unfall? Ist der Kilometerstand plausibel? Wurde der Wagen als Mietwagen eingesetzt? Ist der vielleicht sogar gestohlen? Das ist zwar ein kostenpflichtiger Service, aber kann ja manchmal ganz nützlich sein, wenn es drauf ankommt. Pro Auto kostet da so eine Abfrage 17 Euro und bei zwei Autos gibt es Mengenrabatt, da kostet es 12 Euro. Da müsst ihr auf dieser Internetseite die Fahrgestellnummer eingeben und dann bekommt ihr sofort den Fahrzeuglebenslauf. Also für unsere Checkliste. Erstens Allgemeinzustand des Autos prüfen. Zweitens Akkuzustand bestmöglich einschätzen oder eben auslesen. Und dann stellt ihr euch natürlich auch die Frage, alles schön und gut, jetzt ist der Akku ja vielleicht noch okay, aber wie lange hält er denn noch bei mir? Über die Haltbarkeit von E-Auto-Akkus im Vergleich zu Smartphones, da habe ich ja mal ein Video gemacht und das verlinke ich euch mal hier oben. Wenn wir also mal zwei Autos vergleichen, die mit am längsten produziert wurden und über die es also die besten Langfristdaten gibt, nämlich ein Nissan Leaf der ersten Generation und ein Tesla Model S 85, dann sieht man ziemlich deutliche Unterschiede. Während beim Leaf nach 8 Jahren teilweise nur noch 65% der Akkuleistung vorhanden ist, da ist es beim Tesla nach 8 Jahren oft noch 90% der Kapazität. Und das sogar bei viel höherer Laufleistung von 250.000 Kilometer und mehr. Wie kommt jetzt dieser große Unterschied zustande? Mit der Antwort klären wir auch gleich die Frage, wie lange ein Akku im Gebrauchtwagen wahrscheinlich noch hält. Der alte Leaf hatte nämlich kein Temperaturmanagement für den Akku, der Tesla hatte aber schon eins. Und das bedeutet, wenn der Akku durch ein Temperaturmanagement immer in seinem Wohlfühlbereich gehalten wird, dann hält er nämlich extrem lange. Hat euer Gebrauchter also kein Temperaturmanagement für den Akku, wird er nach den garantierten 8 Jahren mit einiger Wahrscheinlichkeit vermutlich unter die 70% Kapazität kommen. Das heißt natürlich nicht sofort, dass der Akku kaputt ist. Ihr könnt das Auto auch noch jahrelang weiterfahren. Nur sinkt dann eben die Reichweite. Und irgendwann ist das für euch dann vielleicht zu unbequem. Und dann könnt ihr euch entweder einen Tauschakku überlegen. Das ist aber vermutlich günstiger als ein Neuwagen, aber natürlich auch ganz schön teuer. Oder den Wagen ins Recycling geben. Und ob sich da ein Tauschakku für euch lohnt, müsst ihr selber entscheiden, je nachdem, wie sehr ihr an dem Wagen hängt. In der Regel ist das aber wahrscheinlich keine gute Option. Nächster Punkt für unsere Checkliste. Förderfähigkeit prüfen. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch ein gebrauchtes Elektroauto ist förderfähig. Ihr bekommt vom Staat bis zu 5.000 Euro vom Preis erstattet. Allerdings müsst ihr dabei beachten, dass das Fahrzeug maximal 12 Monate erst zugelassen gewesen sein darf und eben auch nicht über 15.000 Kilometer Laufleistung hat. Außerdem darf es natürlich nicht schon mal durch den Umweltbonus gefördert worden sein, denn doppelt gibt es den ja nicht. Ja, und ihr profitiert auch bei einem gebrauchten Elektroauto als Dienstwagen von der gesenkten 0,5%-Regel. Allerdings müsst ihr ein 0,5% des Neuwagenpreises als zu versteuerndes Einkommen abrechnen und eben nicht vom Gebrauchtwagenpreis. Und da redet ihr am besten mal mit dem Steuerberater, ob sich das für euch lohnt oder nicht. So, und jetzt kommen wir zu meinen Top 8. Welche Elektroautos sind im Moment als Gebrauchtwagen empfehlenswert? Platz 8. Smart 42 Electric. Ab 5.000 Euro gibt es den gebraucht. Der Smart ist ziemlich sparsam, wendig und braucht auch wenig Platz in der Garage, aber leider sind eben Kofferraum und Batterie auch sehr klein. Die Reichweite reicht für die üblichen Kurzstrecken und bringt euch von A nach B, aber bei zügiger Fahrweise, da kommt ihr höchstens 100 Kilometer weit, mal ganz realistisch gesehen. Und achtet beim Gebrauchtwagenkauf am besten darauf, dass ihr statt des standardmäßigen 4,6 kW Bordladers den viel schnelleren 22 kW Bordlader verbaut habt. Denn damit kann man den Smart in weniger als 40 Minuten wieder aufladen. Platz 7, Renault Zoe R240 oder ZE40. Die gibt es so ab 7.000 Euro.
Lange war die Zoe Europas meistverkauftes Elektroauto und das auch absolut zu Recht. War übrigens auch mein erstes Elektroauto, gebraucht gekauft übrigens. Innen bietet die Zoe bis zu 5 Personen echt genug Platz und mit den kleinen 22 Kilowattstunden Akku, da kommt man so um die 140 Kilometer und mit der ZE40, die hat so 40 Kilowattstunden, da ist es eben doppelt so viel. Und das Besondere an der Zoe ist, dass sie einen 22 kW Bordlader serienmäßig verbaut hat. Und damit kann man an einer entsprechenden 22 kW Säule, die stehen ja normalerweise in der Stadt öfter so rum, in einer Stunde wieder aufladen. Und achtet beim Gebrauchtkauf auf die Koppelstangen und Querlenker, denn die sind bei den Zoes etwas zu schwach ausgelegt und sind gerne mal etwas ausgeschlagen, war bei mir eben auch öfter der Fall. Außerdem solltet ihr, wenn möglich, versuchen, eine Version mit Kaufakku zu bekommen. Beim Mietakku, da habt ihr bei einem späteren Wiederverkauf wahrscheinlich Probleme, das Auto loszuwerden und müsst dann sehr weit mit dem Preis runtergehen. Ja, was früher ein Vorteil war, das entpuppt sich heute, nachdem man weiß, dass die Akkus eben locker viele Jahre halten, leider eher als handfester Nachteil beim Wiederverkauf. Platz 6, Fiat 500e. Den gibt es so ab 10.000 Euro. Damit ist aber nicht der aktuelle Fiat 500e gemeint, sondern die alte auf Elektro umgerüstete Version. Und die wurde aus USA importiert. Die günstigsten gibt es eben in der Regel so ab 10.000 Euro. Und mit dem 24 Kilowattstunden Akku, da kommt man so um die 140 Kilometer weit. Es gibt davon auch nicht besonders viele in Deutschland, aber der Wagen ist eben durch sein Design ein absoluter Hingucker. Leider hat der Fiat nur einen einphasigen Typ 2 Anschluss, der mit maximal 6,6 kW laden kann. Alles in allem würde ich sagen, die Rennsemmel ist ein echtes Liebhaberstück. Platz 5, VW e-Up, ab 10.000 Euro zu kriegen. Der e-Up, der ist seit 2013 auf dem Markt und das war das erste Elektroauto von VW und damals die Antwort auf den BMW i3. Da gibt es im Prinzip drei Versionen davon, nämlich den e-Up, den Skoda e-Citygo, den Seat Mii Electric und im Grunde ist das alles das gleiche Auto und die laufen sogar vom gleichen Band, aber Unterschiede gibt es eben hauptsächlich im Preis. Der 18,7 Kilowattstunden große Akku, der reicht bei der ersten Generation leider nicht für lange Touren. Das reicht dann so für 120 Kilometer und dann ist Schluss. 4 Personen finden aber immerhin genug Platz in dem Auto und besonders in der Stadt. Da macht der Kleine mit seinen Brüdern echt eine gute Figur. Platz Nummer 4, Nissan Leaf. Den gibt es ab 12.000 Euro. Der Nissan Leaf, der ist seit fast 10 Jahren auf dem Markt und eins der ersten Serien-E-Autos. Der Leaf war mal das meistverkaufte Elektroauto der Welt. Die Reichweite, die gibt Nissan mit dem kleinen Akku von 24 Kilowattstunden mit etwa 160 Kilometer an. Leider hat gerade der Akku der ersten Leaf-Generation schon deutlich unter dem fehlenden Temperaturmanagement zu leiden. Gebrauchte Leafs mit kleinem Akku, die haben typischerweise eine Reichweite von etwas unter 100 Kilometer. Das gilt wohlgemerkt nur für die erste Generation, die auf jeden Fall älter ist als 6 Jahre. Vor dem Kauf solltet ihr unbedingt wissen, dass ein Leaf einen anderen Stecker für das Schnellladen hat. Denn statt diesem EU-Standard CCS, da ist im Leaf der asiatische Standard CHAdeMO eingebaut. Das bedeutet, die Anzahl von verfügbaren Schnellladern ist eben deutlich beschränkt. Und Schnellladen kann er ohnehin nur mit 44 kW. Platz 3, VW e-Golf, ab 15.000 Euro gebraucht zu haben. Volkswagens Dauerbrenner wurde jetzt ja vom ID.3 abgelöst. Und gegen Ende, da wurde der e-Golf mit ziemlichen Rabatten losgeschlagen. Aber so richtig hat sich das auf die Gebrauchtwagenpreise noch nicht durchgeschlagen. Da sieht man mal wieder, dass ein gebrauchtes Elektroauto, wenn es eben gut ist, ziemlich wertstabil ist. Gebrauchte e-Golfs, die kosten eben so immer noch 15.000 Euro. Und der letzte e-Golf hatte einen 35 Kilowattstunden großen Akku und kommt damit so um die 200 Kilometer. Leider lädt er nur zweiphasig mit maximal 7,2 kW an Typ 2 und am Schnelllader mit maximal 40 kW. Aber eben golftypisch ist er ein absolut solides und langlebiges E-Auto. Manche finden ihn etwas langweilig, für andere ist er vielleicht genau das Richtige. Platz 2, BMW i3. Der BMW i3 ist das erste serienmäßig hergestellte Elektroauto von BMW und galt damals echt als sehr innovativ. Um Gewicht zu sparen, da ist seine Karosserie aus Kohlefaser und die Optik ist allerdings echt Geschmackssache. Vorn bietet der ID.3 ordentlich Platz, hinten könnte es ein bisschen großzügiger sein. Aber anders als alle anderen Hersteller, da gibt BMW die Akkugröße nicht in Kilowattstunden an, sondern in Amperestunden.
Das macht es für Laien natürlich irgendwie auch ein bisschen verwirrend. Die ersten ID.3 von 2013 bis 2017 hatten eine 60 Amperestunden große Batterie und das entspricht rund 18 Kilowattstunden. Die Reichweite ist dann mit 120 Kilometer eben auch nicht besonders hoch. Manche Modelle haben sogar einen Range Extender mit an Bord und der hatte so einen kleinen Benzinmotor und damit gewann man dann halt einiges an Zusatzreichweite. Die Ladeleistung liegt bei maximal 7,4 kW an Wechselstrom und höchstens 47 kW am Schnelllader. Auch der ID.3 ist ein absoluter Klassiker als Gebrauchter. Leider ist er eben immer noch nicht ganz billig. Platz 1 teilen sich der Hyundai Ioniq und das Tesla Model 3. Den Ioniq der ersten Generation, den gibt es ab 17.000 Euro gebraucht zu kaufen. Der wurde von 2016 bis 2019 gebaut und gilt als echtes Effizienzwunder. Und deswegen kommt er für seine kleine Akkugröße von nur 28 Kilowattstunden auch viel weiter als die meisten anderen E-Autos mit ähnlicher Kapazität. Der Ioniq hat eine Reichweite von 200 Kilometer und das ist da eben absolut realistisch. Und als Bonbon lädt er auch extrem schnell. Am Schnelllader ist er mit bis zu 70 kW Ladeleistung dabei. Und dann ist er auf der Strecke nach spätestens 30 Minuten wieder unterwegs. Einen Wermutstropfen gibt es aber. An Wechselstrom lädt er leider nur einphasig mit maximal 4,6 kW. Und nochmal Platz 1, nämlich das Tesla Model 3. Ja, es ist ziemlich teuer. Ab 32.000 gibt es sie gebraucht. Und damit ist es fast so teuer wie ein Neuwagen. Und das Model 3 von Tesla, das gilt ja so ein bisschen als der Gamechanger in der Elektromobilität. Und wenn man ehrlich ist, hat der Erfolg dieses Autos ja auch wirklich die Automobilbranche ein bisschen wachgerüttelt. Es ist das teuerste Auto in meiner Liste, allerdings bietet es von allen auch echt am meisten. Akkugröße, Höchstgeschwindigkeit, Platzverhältnisse, Innovationskraft, Effizienz, Reichweite, das mitgelieferte europaweite Ladenetzwerk und natürlich auch die Optik. Und dass eben 3 Jahre alte Gebrauchte fast noch so viel kosten wie ein Neuwagen, das sagt ja schon einiges aus. Und das liegt eben nicht nur an Teslas Preissenkung der letzten Jahre. Von daher ist das Auto absolut top als Gebrauchter. Ihr solltet aber unbedingt mal vergleichen, ob euch ein Neuwagen wirklich so viel teurer kommt. Und dann gibt es natürlich noch, außer Konkurrenz, Renault Fluence, Renault Kangoo, Citroën C-Zero, Peugeot Ion, Mitsubishi i-MiEV, Renault Twizy. Alles Elektroautos der ersten Stunde. Falls ihr erstmal in die Elektromobilität reinschnuppern wollt, da sind das auch sehr interessante Gebrauchtwagen, allerdings nicht mehr ganz zeitgemäß und in puncto Komfort und Reichweite eben auch nur für weniger anspruchsvolle Fahrprofile zu empfehlen. Und falls ihr euch dann doch für einen Neuwagen entscheidet und das eventuell ein Tesla wird, dann benutzt doch gerne meinen Referral-Code für die Bestellung, denn damit bekommt ihr für 1500 Kilometer kostenloses Schnellladen an Teslas Superchargern. Das entspricht immerhin einem Gegenwert von über 100 Euro. Ja, das war's von mir zum Thema gebrauchte Elektroautos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Ciao.